Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream und ähm, vorweg ein kleiner Disclaimer. Das kann hier heute vielleicht ein bisschen emotional werden. Ähm, und nein, mir geht es nicht darum, die Elektromobilität oder irgendeine andere Ausrichtung schlecht zu machen oder aber irgendeine, an, irgendeine Ansicht zu glorifizieren. Aber... Ich möchte heute mal auf die ganze Presselandschaft in Deutschland zu sprechen kommen und auf das ganze Thema, wie denn, äh, wie man Presse zum Beispiel ähm, entlarven kann, was da, dass da irgendetwas nicht stimmt oder ähm, auch hinterfragen, warum ausgerechnet der eine oder der andere plötzlich über das eine oder andere Thema schreiben muss oder oder auch berichten muss. Und natürlich, wie es sich für uns gehört, es geht um das Thema Elektromobilität. So. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ähm, auch da draußen in den Live-Chat. Ich habe gesehen, da schreiben schon ein, einige fleißig und ähm, wird schon gespendet. Vielen Dank. Ähm, und ich habe auch schon im Vorfeld hier im Discord mit unseren Kanalmitgliedern ein bisschen diskutiert. Die haben auch interessante Ansichten zu den Themen. Und da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Bevor die Frage kommt. Nein, der smarte Lehrer von nebenan, der fehlt heute. Der lässt sich entschuldigen. Der ist dann beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Das heißt, ihr müsst halt heute mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Wir fangen direkt an. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Bericht, ähm, der, ich sag mal so, der ist in einem, schon in einem E-Mobilitätsmagazin erschienen. Und zwar im Internet auf e-fahrer.com Und wer es nicht weiß, E-Fahrer gehört zum Fokus. Und der Fokus ist jetzt nicht unter E-Fahrern nicht gerade dafür bekannt e-mobilitätsfreundlich ähm, aufzutreten. Das kann natürlich auch alles seine Gründe haben, dass man versucht hier wirklich die Auflage zu erhöhen, dass man dass man zweigleisig fährt, dass man sagt, der Fokus äh, bedient halt eher so jene Leute da draußen, die halt der E-Mobilität noch kritisch gegenüberstehen. Äh, und E-Fahrer bedient halt jene Leute, die halt bereits auf Elektromobilität setzen gleichwohl muss ich dazu aber auch mitteilen dass ich ein solches verhalten relativ fragwürdig finde denn der journalismus sollte ja informieren und nicht einfach nur irgendwelche meinungen ähm, ja bestätigen und ähm, versuchen die leute so in ihren kokon einzulullen. es hat, es hat natürlich vor der sendung funktioniert wir probieren es jetzt mal. Zack und es funktioniert und ihr seht schon, dass der Bericht von eFahrer.com 13 Stunden frieren, warum eFahrerin trotzdem vom VWE ab angetan ist. Kurz zu dem Beitrag, da geht es um eine ähm, eFahrer Reporterin, die sich einen VWE abgekauft hat und um die Überführungskosten zu sparen, wollte sie ihn selbst aus Wolfsburg abholen. Und da steht dann auch drin, E-Fahrer-Reporterin Lisa Brack testet begeistert Elektroautos. Darauf wird auch am Anfang kurz eingegangen. Und da wird dann eben auch beschrieben, dass sie halt eben im Zuge ihrer Arbeit schon relativ viel mit Elektroautos zu tun hatte. Und das ist auch okay. Und dann erwartet man ja eigentlich erstmal, dass dort ein relativ neutraler Bericht kommt. Man muss zur Errettung von E-Fahrer auch sagen, hier wird nicht über die E-Mobilität geschimpft, sondern hier wird, ähm, ich sag mal so ein wirklich ein, ein Roadtrip beschrieben. Es ist einfach nur eine Tour, die beschrieben wird. Aber das, was ihr wieder fährt, lässt mich dann doch schon stutzig werden. Und hier sieht man sie halt eben in der Autostadt, wie sie ihr Fahrzeug abholt. Und ähm, ich packe euch später mal den Link unten rein. Da könnt ihr euch das gerne selber durchlesen. Da ist ihr wunderschöner E-Ab. Und dann sind da so Sachen drin wie, warte mal, ich scroll mal nochmal hoch. Ähm, um 15 Uhr beginnt die Fahrt. Auto ist fast voll oder ist nahezu voll geladen. Also 14.45 Uhr. Sie muss dann irgendwie nochmal ein Autohaus in ein anderes Autohaus in Wolfsburg. Und ähm, zu Beginn äh, ähm, sind es drei Grad draußen. So, und dann kommt sie um 17 Uhr an ihrem ersten Ladestopp an. Und sie hat es relativ clever gemacht. Das muss man ihr lassen, denn. Sie ähm, entscheidet sich dafür, an einem Outlet-Center zu laden und in der Zwischenzeit einfach shoppen zu gehen. Und ich meine, das ist ja eigentlich das, was wir immer propagieren. Ähm, steht da dann Leder. Das heißt also, wenn das Auto sowieso steht, kann es ja ganz einfach auch laden. Und das muss man ihr lassen. Das ist eigentlich sehr clever, aber da steht dann denn beim Outlet-Center. Genau, sie, sie weiß genau, exakt 186 Kilometer muss sie mit einer Akkuladung zurücklegen, denn beim Outlet Center steht ein CCS-Lader von Energy. Wichtig bei meinem E-Up, den, denn über Typ 2 kann er zweiphasig nur mit lahmen 7,2 kW laden, während das an einem CCS-Schnelllader mit maximal 40 kW geht. Also man sieht, hier ist schon ein technisches Verständnis für die Elektromobilität ähm, vorhanden. Und hier sei mir mal kurz ein Einwurf gestattet, dass ich sagen möchte, ich glaube nicht, dass die Elektromobilität per se komplizierter ist. Ich glaube nur, dass die Elektromobilität einfach anders ist. Denn wir alle, auch ich, sind früher Verbrenner gefahren. Und das ging vielen von uns sicherlich ähm, selbstverständlich in Fleisch und Blut über. Wir haben... Wir haben getankt, wir haben das richtige Öl reingekippt, wir sind, wir haben die richtigen Sachen beachtet, erst warm fahren, dann Vollgas und so weiter und so fort, ne? Also die ganzen Pflegehinweise, man hat sich dann äh, das Öl oder die, das Schmiermittel gekauft oder äh, was auch immer. Es gibt so unzählig viele Sachen. Das haben wir aber auch selbstverständlich gemacht, weil wir mit dem Verbrenner unser Leben lang groß geworden sind. Und wir versuchen diese Erfahrungswerte von 30, 40 Jahren nun auf, ich sage jetzt mal, Internetrecherche von drei, vier Stunden zu pressen. Und das kann nicht funktionieren. Wir müssen uns klar machen, dass die E-Mobilität anders ist und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Es ist grotesk zu glauben, man könnte einfach, ähm, man könnte einfach in ein E-Auto steigen und sich genauso verhalten wie im Verbrenner. Das wird nicht funktionieren. E-Mobilität e ist nun mal anders. Und ich kann euch schon eins vorweg sagen. Ich glaube persönlich, dass dieser Wandel maximal eine Generation dauert. Denn bereits meine Kinder werden selbstverständlich damit groß, ein Elektroauto zu laden. Und sie sehen, sie, sie, für die wird es wahrscheinlich, wenn sie 18 sind, viel schwerer, einen Verbrenner zu tanken, als ein E-Auto zu laden. Einfach weil sie es jeden Tag erleben. So, steigen wir da wieder ein. Jedenfalls ähm, ist sie dann an dem Outlet Center und... Genau. Und ähm, sie lädt dann dort und dann... Kommt so dieser, dieser Punkt. Und zwar, sie muss ziemlich viel laden, denn der nächste Stopp ist fast 200 Kilometer entfernt. Und wer es weiß, der E-App hat eine WLTP-Reichweite von 260 Kilometern. Sie sagt selber, in Tests haben sie bei E-Fahrer ähm, für den Wagen 206 Kilometer im Drittelmix geschafft. So, und dann. Ähm, Schreibt sie halt eben, sie muss den Akku relativ voll pumpen, was sich als Kardinalsfehler, was ein Kardinalsfehler ist, wie sie später herausstellt. Und hier muss man dem, dem Beitrag natürlich irgendwo so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so ein bisschen, einen Daumen hoch geben, weil man sagt, okay, sie verweist dort schon auf das Fazit, ähm, dass es nicht ganz clever ist, was sie macht. Gleichwohl muss man natürlich auch sagen, sie ist in einem Outlet-Center. Wenn sie zwei Stunden shoppen geht und dann der Wagen halt vollgeladen ist, ist es halt maximal doof für den, der draußen ankommt, gerne an Schnelllader möchte und ihr eh abnuckelt da, ich sag jetzt mal, 20 Minuten von 98 auf 100 Prozent rum. Ähm, Genau und dann wird in diesem Outlet Center der Strom also wird eine Stunde früher geschlossen ähm, und der Strom wird abgestellt. Und sie hat es nicht mehr geschafft, äh, den Wagen vorzuklimatisieren. Ähm, ist schade, denn ich denke mal nach zwei Stunden sollte auch ein E-Ab mit 40 kW definitiv voll sein. Und da hätte man den schon vorklimatisieren können. Sei es drum, ähm, sie wundert sich ein wenig, warum selbst bei der Ladesäule der Strom abgestellt wird. Und das ist halt ein Thema für einen anderen Stream, sage ich jetzt mal. Ähm, weil. Ich habe mir dieses Outlet Center bei Halle Leipzig mal anguckt. Könnt ihr euch gerne auch selber auf äh, Going Electric oder so anschauen. Die haben nur mal bis 20 Uhr regulär offen, also von 17 bis 19 Uhr werden dann zwei Stunden. Das heißt, die haben eine Stunde früher zugemacht. Da steckst du nicht drin. Aber ähm, die Ladesäule ist eben auch nur bis 20 Uhr zugänglich. Wahrscheinlich wird sie auf einem abgesperrten Parkplatz äh, sich befinden und dann, wenn der Parkplatz abgesperrt ist, dann braucht die Ladesäule natürlich auch kein Strom. Dementsprechend ist, wird auch dort abgeschaltet. Ich wüsste auch nicht. Ich, es gibt ja so einige Discounterketten, die bieten ja auch Tankstellen an. Und diese Tankstellen haben ja auch nur während der Öffnungszeiten des Discounters offen. So, jedenfalls geht's weiter. Ich will euch gar nicht zu lang, zu sehr langweilen, ähm, um nicht, was? um nicht vor Langeweile zu sterben. Ruft sie Gott und die Welt an, da sie denn jetzt so mit 90 bis 100 km/h hinter LKWs her, äh, hinterher zucker, zuckelt. Und ähm, natürlich nicht über die Smartphone-Anbindung, ähm, das, das könnte sie ja Strom kosten. Nein, ich habe eine Powerbank und ein Headset dabei. Und es tut mir leid, aber da bekomme ich wirklich einen Hals, wenn ich so etwas lese. Also eine E-Auto-Journalistin. Erzählt ihren Lesern, es würde nennenswert Reichweite kosten, wenn sie ein Smartphone an einem E-Auto lädt. Also ganz im Ernst, selbst im e ab ist der Akku dreimal so groß wie ein üblicher, ein üblicher Heimspeicher. Und da, da fasse ich mir wirklich an den Kopf und da werde ich echt stinksauer, wenn ich mir denke, äh, die erzählt Ihnen jetzt allen Ernstes, ja du kannst das Handy halt nicht laden, weil dann kommst du nicht mehr an dein Ziel oder was. Also, da platzt mir echt die Rübe. Wirklich. Ähm, nee, also gerne können sich gerne welche melden aus dem Discord oder schreibt mal in den, in den, in den Live-Chat, wie, wie ihr das Ganze ähm, seht. Aber was ist das denn für eine Äußerung? So. Dann, mittlerweile sind es minus 5 Grad. Ich sehe meinen Atem im, Augen, äh, im, im Auto, wickle den Schal sogar um Mund und Na, um Nase und nur meine Augen schauen heraus. Und dann macht sie noch so einen kleinen Witz: so von wegen, ja, sie macht sich Gedanken darüber, was ist, wenn sie geblitzt wird, aber wer soll sie auf der Autobahn mit 90 blitzen, bla, bla, bla. Das ist nicht verkehrssicher. Das ist aus meiner Sicht absolut inakzeptabel und, ähm, ähm, überhaupt nicht verkehrssicher was 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 denken die sich ja ähm, gehen wir weiter da ist sie wieder in diesem in dem einen rasthof so dann hat sie ihr nächstes Ziel erreicht, äh, ist jetzt mittlerweile Köchinger Forst. Nächstes, in der nächste Ladestopp sind jetzt nur noch 165 Kilometer, es ist Nacht, es ist eiskalt und dennoch packt mich der Ehrgeiz. Bislang vermied ich sämtliche Stromfresser wie der Teufel das Weihwasser, außer natürlich die Beleuchtung selbst. Äh, genau, außer natürlich die Beleuchtung, selbst die Sitzheizung blieb arbeitslos. Was willst du denn dazu sagen? Was, was möchte man dazu sagen? Da verlässt, da, da verlässt mich sogar Hochdeutsch. Ähm, Sitzheizung. Ernsthaft? Dass der e ab oder dass die Drillinge, ne? e ab City Go, Mi Electric, dass die keine Wärmepumpe haben und dass sie verhältnismäßig viel Energie verbrauchen für Heizung. Ja. Sind ja auch normalerweise keine Langstreckenautos. Merkt man ja schon an 40 kW äh, DC-Ladeleistung. Nun macht sie, sie beschreibt dann auch in dem Text, dass der Wagen normalerweise nicht auf der Langstrecke eingesetzt wird, sondern nur zum Pendeln. Alles okay. Und sie macht das ja nur, um sozusagen diese, ähm, die, die Überführungskosten zu sparen. Aber muss man dann so einen, also. Von einer E-Auto-Journalistin erwarte ich einfach, dass sie nicht so einen Schwachsinn schreibt. Das ist aus meiner Sicht einfach mal absoluter Schwachsinn. Ähm, sie schreibt ja noch, denn mittlerweile, denn mittlerweile ist sie bei vollem Akku auf über 300 äh, Kilometer geklettert. Und allein da muss ihr doch klar sein, dass sie da irgendetwas macht, was so eigentlich vielleicht gar nicht vorgesehen ist. Wenn sie ein Fahrzeug mit WLTP-Angaben von 260 Kilometern, bei voller Akkuanzeige auf 300 km schafft und das bei minus, was hat man, minus 3 Grad weiter, bevor ich mich so sehr aufrege. So, da die letzte Etappe die kürzeste ist, muss ich die Kiste auch nicht mehr mühsam äh, über die 80% vollpumpen. Aha. Der wohl, größte, äh, genau, der wohl größte Fehler war, die, kommt dann später im Fazit, war die feste Routenplanung mit den fixen Ladestops. Hier hätte ich flexibler sein müssen. Schließlich können weder das Fahrzeug noch La Ladeapps äh, wissen, wie, sie, also wie, sie, ähm, wie, wie stromsparend sie unterwegs ist. Ähm, nein, nicht ganz, denn, aber okay. Ich plante zu große Etappen. Ach nee, mach Sachen. Wir können noch mal kurz hochgehen. Ich habe es mir irgendwo notiert. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen und ich habe einfach drüber gelesen. Hier, der nächste Ladestopp, ebenfalls fast 200 Kilometer entfernt. Da ist sie dann von Halle Leipzig nach Himmelkron gefahren. Und unterwegs sind zwölf Ladeparks. Zwölf. Ist nicht so, dass es da nichts gäbe. So, wieder unten. Auf jeden Fall. Ähm, sie plante zu große Etappen, war also angewiesen, den Akku möglichst voll zu laden. Hätte ich mich damit begnügt, nur bis 80 Prozent laden zu müssen, wären die Ladezeiten deutlich kürzer ausgefallen. Schließlich fällt die Ladeleistung ab. Diesen Prozentwert bei E-Autos und auch bei Smartphones und so weiter. Sie erklärt es dann noch und sie hätte dann wahrscheinlich ähm, anderthalb Stunden gespart. Ist aber aus meiner Sicht Nein, sie hätte nicht anderthalb Stunden gespart. Ich glaube, sie hätte mehr gespart, weil sie hätte diese Zwischenetappen nicht mit 90 oder 100 fahren können, sondern sie hätte 120 fahren können. Und ähm, ich, nee, also, sorry Leute, aber das ist ein Beitrag von E-Fahrer, einem Magazin für E-Mobilisten. Das heißt, das Magazin eures Vertrauens. Und die schreiben so, so eine Grütze. Und dann frage ich mich wirklich, wo kommt das her? Was steckt dahinter? Und ich habe schon immer mal wieder, ich, ich wehre mich so ein bisschen gegen, diesen, gegen diese Vorstellung, ähm, solche Beiträge wären bezahlt. Also, dass, man, dass es irgendwelche Interessengruppen gibt oder gäbe, die dahinter stecken und äh, die dafür, ähm, ich sag jetzt mal, Geld bezahlen, dass, dass man irgendwie die E-Mobilität schlecht redet. Ich möchte glauben, dass es einfach nur Blödheit ist. Aber. In dem Fall ist es ja offensichtlich nach eigenen Angaben eine Person, die sonst auch über E-Autos berichtet. Und da stelle ich mir doch als, als, als E-Auto-Nutzer die Frage: Wer wer befähigt diese Frau dazu, über E-Autos zu berichten? Also, wenn sie so einen Bericht schreibt, möchte ich zukünftig kein Review und keinen anderen Test über irgendein E-Auto lesen. Weil ich einfach persönlich glaube, dass sie null Ahnung von dem Thema hat. Also ja, sie beschreibt sie, sie gibt ja später ihre Fehler zu, aber das muss ihr doch als, als E-Auto-Journalistin in Fleisch und Blut übergegangen sein. Oder sehe ich da etwas verkehrt? Schreibt es mir gerne mal in den Live-Chat, ich sehe ihr, ihr, ähm, ihr schreibt da schon fleißig... Genau, Rolf Chibana, Better Root Planner kann einige Fahrzeuge per OBD-Adapter auch direkt auslesen. Ja, ich habe dazu auch recherchiert. Ich glaube, die, die Drillinge, die gehen noch nicht. Das sollte über ein Update kommen. Ich weiß nicht, ob das Update schon draußen ist, aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch in der Better Root Planner eingeben, mit wie viel kmh fahre ich denn. Und dann weiß diese App sehr wohl, wie stromsparend sie unterwegs sind, liebe Frau Brack. Glaube ich, war das. So, wir haben hier eine Meldung von Fossilbär aus dem Discord. Ja, hallo. Hi, ähm, hi äh, in die Runde. Ich denke, dass äh, bei solchen Medien wie, wie der E-Fahrer, der, wie ja schon gesagt hast, äh, auch eine Tochter vom Fokus ist, da steckt einfach ein äh, ganz klares Geschäftsmodell dahinter. Und dieses Geschäftsmodell ist nicht irgendwie pro oder, oder gegen äh, Elektromobilität, sondern das ist einfach pro Klicks. Und pro Einnahmen. Das heißt, eins haben sie verstanden: Elektromobilität, das bewegt die Leute. Ein Auto hat fast jede Familie hier in Deutschland. Und für viele ist das Auto auch die liebste, das liebste Kind. Und viele haben halt Unwissen und daher auch Vorurteile und Angst vor dem Wechsel aufs Elektroauto. Und das wissen diese Verlage natürlich ganz genau. Und dann kommen halt entsprechend solche Berichte dabei raus. Und das triggert die Leute halt und führt halt dazu, dass dann halt Gieselgitter sagt, ha, siehst du, totale Katastrophe, ich rede ja schon seit Jahren und jetzt guckt euch das an. Und der klickt dann natürlich drauf und dann haben die Zeitungen halt ihre Klicks und mit den Klicks steigen die Werbeeinnahmen. Und ja, man ist es eigentlich von, von Zeitungen wie im Fokus und halt eben im Media auch halt eben schon nicht anders gewohnt. Und auch E-Fahrer hat da halt eben anscheinend keine, keine Hemmung, da in dieser Kerbe auch noch weiter reinzuschlagen. Ja, ähm, vielen Dank für, für, für deine Meinung. Ähm, ja, denke ich, sehe ich ähnlich. Ähm, ich möchte. Warte mal. Ah, genau. Ähm, und genau deswegen mache ich heute Abend diese Live-Sendung. Und es wird in Zukunft eine kleine Reihe geben. Das heißt, wenn ihr da draußen von was weiß ich nicht für ein kleines Käseblatt einen Bericht seht, der in solche Richtungen geht, schickt ihn mir gerne an youtube.igembb.de. Ich wiederhole, youtube.igembb.de. Dann schaue ich mir die gerne an und dann werde ich dazu in Zukunft kleine kurze äh, Clips machen, wo ich die einfach ganz ähm, stupide aufkläre, woran man hier erkennt, dass, ähm, dass dort offensichtlich ähm, Fehlinformationen geteilt werden. Kommen wir zum nächsten Beitrag. Denn es, wir sind ja noch nicht am Ende. Aber jetzt geht schneller. Die anderen Beiträge sind nicht so lang. So, und zwar haben wir hier einen Beitrag, der kam tatsächlich auch ähm, heute raus. Und. Ähm, der hat mich dann direkt getriggert. Da geht's um jemand von der Autobild. Der hat sich jetzt in ID4 zugelegt und der beschreibt dann halt, also der, der Beitrag ist sehr humoristisch geschrieben. Muss man, muss man ihm lassen. Der ist sehr, sehr, sehr nett geschrieben. Und einigen Zuschauern ist es zuerst gar nicht aufgefallen. Aber mich haben so einige Punkte gestört. Und so haben mich Punkte gestört, wie zum Beispiel, dieser hier das halt warte, ich muss kurz gucken, ob ich an der richtigen Stelle bin. Das erste Mal zoften wir uns beim Einkaufen. Jetzt muss ich kurz hier so jetzt. Jetzt hab ich's. So, also ich habe ein bisschen viele Fenster offen. Das erste Mal zoften wir uns beim Einkaufen. Er war an den Abend schon etwas schlapp, hatte nur noch 18 Kilometer Restreichweite, aber ich überredete, ihn mitzukommen. Es waren schließlich nur zwei Kilometer zum Supermarkt. Ich gehe nur schnell zu Edeka. Bleib du kurz hier auf dem Parkplatz, hatte ich zu ihm gesagt. Als ich zurückkam, schmollte er. Nur noch rangieren möglich, bitte laden, Bordbuch beachten. Stand auf dem Display. Okay. Erfahrene E-Fahrer, wie auch ich, die ihr Fahrzeug, ihr spezifisches Fahrzeug kennen, fahren dieses Fahrzeug gerne bis an die Grenzen. Gerne bis auf 0% runter, gerne bis auf, ähm, ich habe auch meinen Ioniq schon Restreichweite, Strich, 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 Kilometer gefahren. Das ist aber bei jedem Fahrzeug unterschiedlich. Nichtsdestotrotz haben wir gerade Winter und er fährt, er fährt wahrscheinlich mit der, der Wagen stand, wahrscheinlich irgendwo oder stand da beim Einkaufen, wurde kalt. Wenn ihr ein E-Auto abstellt, dann ist der Akku warm und diese Reichweite ist nicht die gleiche, die ihr habt, wenn der Wagen abgekühlt ist. Und so kann es sein, dass wenn ich den Wagen abstelle mit 16 Kilometer Restreichweite, dass diese 16 Kilometer dann nicht mehr das sind, was sie mal waren. Aber nichtsdestotrotz, sei es drum, könnte man jetzt VW den Vorwurf machen, könnte sagen, er steht noch 16 Kilometer drinnen, eben möchte ich auch 16 Kilometer fahren. Viel interessanter wird es weiter unten, denn er rief seine Frau an, denn er wollte dort an eine Ladesäule laden und stellte fest, dass er zu Hause sein Ladekabel vergessen hat. Kann passieren, Anfängerfehler, gibt er selber zu. Meine Frau kam mit unserem gelben Engel, ein, einem ebenso hässlichen wie zuverlässigen 2000 Euro Zweitwagen in Gelb, der noch nie liegen geblieben ist und bis zum letzten Tropfen Benzin fährt. Und jetzt wäre mal meine Frage: Wer von euch da draußen, und ihr dürft es jetzt gerne in den Chat reinschreiben, wer von euch da draußen hat seinen Benziner denn bitte schön bis auf 16 Kilometer Rest bewusst runtergefahren? Wer macht so etwas? Es ist sicherlich unter Umständen möglich. Aber ich wage mal die, die Vermutung, dass man ein E-Auto von der Restreichweitenanzeige deutlich weiter runterfahren kann als jeden anderen ähm, Verbrenner dort draußen. Und während der Verbrenner schon bei 80 Kilometern Rest äh, Alarm schlägt und quasi ähm, den Anschein macht, also wir werden alle sterben, ist das E-Auto da deutlich genügsamer. Und ich möchte gerne bis zum letzten Tropfen Benzin. Das kann gut gehen, wie auch einige im Livechat schreiben. Ich lese immer so mit einem Auge mit. Aber macht man das bewusst? Macht man das mit Absicht? Muss das sein? Oder kann das vielleicht auch hässlich werden? Das, ich glaube, das kann auch hässlich werden. So, auf jeden Fall. Sie überreichte mir nicht ohne Heme das zwei Daumen dicke Kabel. Ich stöpselte meinen neuen VW an, schnappte mir die Kühlkost, fuhr mit meiner Pannenhilfe zurück nach Hause und meldete mich, wie sich das in einer Beziehungskrise gehört, erst zwei Tage später wieder bei meinem VW. Das Wochenende hat er einsam auf dem Supermarktparkplatz verbracht. Der hat seinen VW ID 4. Also allen Ernstes, zwei Tage. Ähm, an der Ladesäule angestöpselt stehen lassen. Da fährst du doch an den Kopf. Da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Was ihr jetzt nicht seht, die Fotos sind hier ausgeblendet, ähm, weil ich natürlich nicht die Rechte daran habe. Äh, den Link packe ich euch unten mit rein. Dann könnt ihr euch den Beitrag selber angucken. Es ist eine ganz normale öffentliche Säule. Also, wenn das jetzt so eine Säule wäre wie bei dem Outlet Center, okay. Dann ist die aber am Wochenende dann irgendwann sowieso abgeschaltet. Aber das ist eine ganz normale öffentliche Säule und er propagiert quasi Ladesäulenblockade, weil er hatte einfach keinen Bock. Generell kommt er dann aber zu dem Fazit, Man muss sich einfach darauf einlassen, dann ist es schön. Ich glaube mich auszukennen und, er und erlebe nun, dass ich alles irgendwie noch mal neu lernen muss. Und das ist das, was ich sage. Die Autojournalisten müssen aus ihrer Blase auch rauskommen. Genauso wie wir E-Fahrer es immer wieder erleben, dass wir uns neu, selber neu erfinden müssen und aus unserer Blase ein bisschen heraustreten müssen, müssen auch Autojournalisten aus ihrer Blase selber heraustreten und müssen anerkennen, dass die E-Mobilität nun mal anders ist und dass, es, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Denn wie ich es immer so schön gesagt habe, sind die. Ähm, sind die, äh, ähm, e-Auto, oder die Autojournalisten, die ersten, die irgendwo im Infotainment den Knopf oder die, das Untermenü finden, wo man die Launch Control aktiviert bei einem Porsche und können richtig schön einen auf Wildsau machen. Aber sie wissen meist nicht, wo man die Lade äh, Ladeleistungen begrenzt, wo man, wo man, was weiß ich nicht, zum Beispiel überhaupt das Ladelimit einstellt, wie man die Wagen Allgemein lädt was die verschiedenen Stecker sind, was die was die Eigenheiten sind und so weiter und so fort. 80% Regel. Ihr kennt das, ihr kennt diese ganzen Spielchen. Ne? Also, das ist schon ähm, das ist schon, schon sehr beachtlich. Eine Sache, also eine Sache habe ich noch, die muss ich euch noch mal zeigen. Unten kommt nochmal als Feedback: mein neuer Partner wärmt besser. Außerdem fahre ich wegen des Verbrauchs, siehe oben. Auf der Autobahn selten schneller als 120 oder 130. Jetzt werden wieder einige Petrolheads da draußen lachen, aber er sagt auch, es ist übrigens erstaunlich, wie selten man bei diesem Tempo überholt wird. Müssen Sie mal ausprobieren. Und ja, das kann ich auch nur jedem raten, denn natürlich gibt es Handelsvertreter oder jene, die Kurzstrecke über die Autobahn fahren, die eine Ausfahrt rauffahren und die nächste oder die übernächste runterfahren. Aber tatsächlich auf der Langstrecke fahren die meisten eh nicht schneller weil sie spätestens nach fünf Minuten irgendwann der Blick auf die Durchschnitt auf den Durchschnittsverbrauchsanzeiger fällt und dann ist sowieso wieder vorbei tja ich sehe schon hier im Discord wird wieder fleißig geteilt ähm, möchte noch jemand etwas dazu sagen von euch wenn ihr euch da schon so fröhlich unterhaltet dann meldet euch mal gerne aber ich nehme euch gerne mit dran auf jeden Fall, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht ganz, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch einen Schmankerl für euch und dann kommt noch ein ganz, ganz tolles, ähm, äh, 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 quasi, ja, wie soll ich sagen, ähm, eine Zusammenfassung, die einige erstaunen wird. So, ich lese mal kurz im, im Chat ein bisschen. Also bis auf 16 Kilometer Restreichweite an meinen Verbrenner bin ich nie definitiv noch nie gefahren. Ähm, schreibt, schreibt will nicht sagen. Äh, Bud Spencer schreibt auch wenn denn die Rechnung kommt mit den Standgebühren, dann bringt der Debatte, also dann bringt er wahrscheinlich den VW direkt zurück. Ich habe 20 Jahre einen Benziner exakt einmal komplett leer gekriegt. Da hat er dann minus 10 Kilometer Reichweite angezeigt. Hab nicht gewusst, dass es ab 100 Kilometer vor Kaiserslautern keine Tankstelle mehr gibt. Genau, das sind eben die Fälle, dass es mir auch passiert. Dann hat er wirklich rumgekret, weil es einfach plötzlich keine Tankstelle mehr gab. Aber das ist. Ja. Das macht man, glaube ich, nicht mit Absicht. So. Dann kommen wir jetzt zum sat1 1 Frühstücksfernsehen. Wem morgens schon die Brötchen im Halse stecken bleiben sollen, den empfehle ich das sat1 1 Frühstücksfernsehen. Denn diese haben vor kurzem, ich muss mal gerade selber gucken, es ist der 18.1. gewesen. Da haben sie mit diesem Beitrag geglänzt. Ganze sieben Minuten lang. Ich kann euch nicht die kompletten sieben Minuten zeigen, aber wir gucken mal ausschnittsweise rein. Und da ist zum Beispiel, achtet mal wirklich auf die, ähm, ich sag mal so, auf die Ausdrucksweise des, des ähm, Reporters. So, schon mal eins vorweg. Elektroautofahren auf der Langstrecke ist auch im Jahr 2022 nicht nur kalt, nein, es ist anstrengend. So, da geht er ja schon so ein bisschen drauf ein, dass es nicht nur kalt ist, sondern auch anstrengend und so weiter und so fort. Und dann gucken wir doch mal weiter, wo fährt er denn überhaupt lang, der gute Mann? Von Berlin bis in die Nähe von Bad Reichenhall fahren. Laut Navigation sind das sieben Stunden und elf Minuten. Und hier fällt mir der erste Punkt auf. Wenn ich dieses Bild sehe, dann der Mann fährt mit einem ID3. Das, das, das aktuelle Modell von VW, der hat eine, der hat ein, der hat ein Navi drinne, das eine, eine Ladeplanung mit berücksichtigen kann. Das heißt, er kann sagen, ich fahre von Berlin nach Bad Reichenhall und der ID3 wird dir minutiös genau sagen, wo du bitte wie lange laden sollst. Das, das funktioniert. Ja, das funktioniert sehr konservativ und ja der ID3 möchte früher laden als wir erfahrene e autofahrer das vielleicht selber wollen und das wird sicherlich in Software Updates noch besser aber wenn ich sehe dass der in einem Auto was über so eine Ladeplanung verfügt früher wurde in den Berichten immer gemeckert und wurde immer gesagt ja es gibt ja so eine Ladeplanung nicht und sowas jetzt haben die Fahrzeuge so eine Ladeplanung und dieser Mensch plant mit Google Maps dieser Mensch plant mit Google Maps und echauffiert sich dann darüber, dass man über irgendwelche Apps sich irgendwo irgendwelche Ladepunkte raussuchen muss. Wohlgemerkt, ich meine, es ist ein Leihwagen, aber wenn. Man muss, immer, man muss immer den Spagat wagen und man muss immer gucken. Und die Mehrheit da draußen wird sich den, den ID3 ja nicht leihen, sondern wird ihn sich kaufen. Und wenn ich mir den kaufe. Dann kann ich auch die WeConnect oder Re-Charge uh, uh, Connect oder whatever uh, Ladekarte dazu bekommen. Mit der ich dann eben an diversen Ladepunkten laden kann. Der Mann kommt dann, gehen wir mal hier hin, kommt dann an einer NBW-Ladesäule an und von E-Ladesäulen viele gewissenhafte E-Autofahrer schließen bei einem oder mehreren Anbietern ein Abo ab und bezahlen dann mit Ladekarte oder Chip. Gut, aber dann brauchst du wirklich diese Ladekarte. Okay, Am besten ne... ist ADAC ohne Grundgebühr. Alles klar. Ich so, das heißt, seine erste, sein erster Ladestopp ist eine NBW-Ladesäule, wo er auf andere E-Fahrer trifft, die ihm auch noch den Tipp geben. Am besten ist die NBW-ADAC-Ladekarte ohne Grundgebühr. Ähm, und er sagt auch selber, man, man müsste da einen Vertrag abschließen und alles drum und dran. Das haben wir ja nun schon oft genug in unseren Sendungen auch behandelt. Ähm, jetzt ist es aber so, es ist eine NBW-Säule. Das heißt, da läuft äh, eine Alpitronic. Da ist so ein, so ein riesen Display drin, ne, was Viermal so groß ist wie das Display in seinem ID3. Und da läuft die Werbung für die eigene App und Ladekarte durch. Und da kann ich einfach einen QR-Code scannen und kann mir diese App runterladen. Und könnte mich innerhalb von zwei Minuten registrieren, Zahlungsdaten hinterlegen und könnte darüber direkt meine Ladung starten und bezahlen. Macht da aber nicht. Er möchte lieber über die mobile Webseite sich da irgendwie durchfrickeln. Okay. Kann man so machen? Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen in diesen Hintergrund, wie wir ja auch immer darüber berichtet haben, dass E-Mobilität ja eigentlich niederschwelligen Einstieg braucht. Ähm, das machen wir ja nicht für uns, sondern ich fahre ja seit, seit vier Jahren ähm, mit Ladekarten, sondern dass es vielleicht immer noch so ein Hemmschuh ist. Aber dazu komme ich später noch. Da ist noch was sehr, sehr Interessantes, was ich später noch mit erwähnen möchte. Auf jeden Fall <laughs> interviewt er dann die Leute noch. Dann fährt er zwischendrin kalte Retro-Gefühle auf. Man fühlt sich ein bisschen wie im äh, Zitrönen 2CV 1962. Man fährt 100 km/h und im Auto es ist es kalt. Dann macht er die Heizung aus, er fährt 100, ungeachtet der Tatsache, dass er vielleicht als Reporter auch hätte herausfinden können, dass der ID3 bei 100 km/h gar nicht genug Last im Akku erzeugt, als dass sich dort Wärme bilden könnte. Ähm, er, er mängelt auch die lange Ladedauer. Naja, er hat halt eben auch am ersten Ladepunkt erstmal eine halbe Stunde rumgefrickelt. Das heißt also, äh, auch wenn er langsam fährt und dann auch noch der Wagen lange steht und mit jedem Moment kühlt sich der Akku wieder ab. Das ist etwas anderes, als wenn ihr mit 120, 130 über die Autobahn fahrt und dann direkt anschließt. Denn durch die Last, durch die Last der, der Energieentnahme entsteht Wärme im Akku und durch, durch die Energiezuführung entsteht Wärme. Und so ist der Akku natürlich im idealen Bereich und kann die ideale Ladeleistung bieten, was in seinem Fall natürlich nicht passierte, weil er schlicht zu langsam gefahren ist ohne Heizung gefahren ist und dann auch noch er hat den Wagen immer ewig stehen lassen bis er dann endlich mal so weit war mit seinen mobilen äh, Zahlungsmethoden dann ist er noch in himmelkronen und ähm, in ich glaube das ist ähm, Fürholzen West dann küsst er noch mal kurz den Boden weil es dann nach einer halben Stunde endlich geht und Hingehen, er kritisiert Eine EC-Karte reinschieben kriegt den tankt und muss dann mit der EC-Karte diesen Betrag bezahlen Warum um Himmels Willen geht das nicht mit solchen E-Ladesäulen? Und er kritisiert halt eben genau das hier, ähm, dass man halt eben an, an sämtlichen äh, Tankstellen mit einer EC-Karte zahlen kann. Warum geht das nicht an solchen E-Ladesäulen? Am Ende kommt er zu dem Fazit, dass er, ähm, dass er irgendwie 11,5 Stunden gebraucht hat oder mehr. Und guckt es euch an, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und äh, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall ist der gute Kollege äh, ziemlich aggressiv, aber er benutzt die ganze Zeit ein Vokabular. Von Anfang an sagt er: "Mal schauen, wie weit die E-Karre kommt." Er fragt mal bei den anderen E-Geschädigten nach. Ähm, ähm, dieses ganze Vokabular baut darauf auf, dass man eigentlich schon als Zuschauer sofort weiß, ähm, dem, dem geht also. Was stand, was stand auf der, auf der To-Do-Liste? Also, sicherlich nicht, dass dieser ähm, Roadtrip gelingt. Und vielleicht haben wir noch mal eine Meinung aus dem Discord dazu, ähm, wie solche Stories aufgebaut werden. Ähm, auf jeden Fall kotzt es mich an. Und warum kotzt es mich an? Na klar, ist eine Story, ähm, die, die, ich sag jetzt mal, die irgendwie äh, ähm, sagt: Hier guck mal, ich fahre mit dem E-Auto und alles funktioniert super toll, super klasse. Ähm, die, oh, warte mal, ich muss mal hier kurz, oh, okay. Ähm, das ist eine, sicherlich äh, keine Sache, die viele Leute interessiert, denn es ist immer so der klassische Dreiakter: Wir haben einen Held, wir haben ein Problem und wir haben eine Lösung. Aber dass man diesen klassischen Dreiakter auch ähm, konstruktiv und positiv hinbekommt, das zeigen viele YouTuber. Und ich meine nicht nur unseren Kanal, sondern ich meine auch viele, viele andere E-Mobilitäts-YouTuber. Äh e Und ganz im Ernst, ich kann es ich, ich, ich Leuten da draußen nur raten: Wenn es um E-Mobilität geht, dann guckt auf YouTube. Aber guckt nicht ins TV. Bloß nicht. Und wenn euch solche Dinge um die Ohren gehauen werden, schickt sie mir. Ich nehme die in kurzen, knappen Videos auseinander und dann habt ihr etwas, wenn euer Nachbar wieder mit so, einer, mit so einem Käse um die Ecke kommt, was ihr denen als Gegendarstellung hinlegen könnt. Und dann könnt ihr gerne darauf eingehen und könnt gerne sagen, ähm, guck dir das an und wenn du das angeguckt hast, dann können wir gerne diskutieren. So, und weil ich jetzt richtig hochgefahren bin, habe ich jetzt noch den Uwe aus dem Discord. Der möchte nämlich noch was sagen. Ja, hallo Steve. Also, ich denke, was wir jetzt hier gerade so angeguckt haben, das ist äh, ja keine äh, Meinung, das ist keine Berichterstattung, sondern das ist einfach äh, eine geskriptete Sache. Äh, wie mache ich möglichst viel Minuten, die ich senden kann? Und ich denke, da steckt vielleicht auch ein Team dahinter, das guckt, was können wir denn an Probleme einbauen? Wie kriegen wir da alles, was den Zuschauer äh, im Bann hält, äh, an Problemen in sechs Minuten rein. Mhm. Ist richtig, natürlich ist es extrem kompakt zusammengefasst. Ähm, und hier kommt auch im, im, im Live-Chat äh, kam so eine, der, der, ein, ein Kommentar. Prinzipiell finde ich das aber gar nicht so schlecht, was das, das 1 da sagt. Denn in einigen Punkten hat er ja recht. Warum verdammt nochmal kann ich erst ab Sommer 2023 mit Kreditkarte zahlen? Blödsinn. Gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nie da was vorbereitet hätte. <laughs> danke die uwe erstmal und ich muss mal gucken wo ich hab da hab ich's ah. seitdem ich elektrisch fahre ist die breite Meinung der Medien da draußen, dass das so kompliziert ist, weil man braucht eine Ladekarte, man muss sich irgendwo anmelden und und ähm, dann, dann funktioniert das nur und die und keiner dieser Redakteure schafft es irgendwo oder keiner dieser dieser Reporter schafft es irgendwo sich sich wirklich ein zwei Ladekarten der großen Anbieter zu besorgen und dann wirklich auf große Fahrt zu gehen. Jeder, ihr könnt gerne die letzten vier Jahre zurückgucken, mir ist keiner bekannt. Jeder ist irgendwie unterwegs mit entweder versuchter ad hoc zu zahlen oder mit irgendeiner Ladekarte von irgendwelchen popeligen Stadtwerken aus Hintertupfingen. So, aber keiner schafft es, sich die La eine Ladekarte eines der großen Anbieter zu holen, mit denen du 95 bis 99 Prozent aller Säulen freischalten kannst. Und verglichen wird immer die Tankstelle. Und wie gesagt, das ist doch so einfach an der Tankstelle. Und dann haben wir das Jahr 2022. Und dann titelt die Automotorsport Tankwart in der Tasche. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, als einer unserer Zuschauer das postete. Und jetzt muss ich mir den Artikel raussuchen. Da ist er. Tanken und dann einfach weiterfahren. Das funktioniert. Ja, das mobile Zahlen per, per Smartphone-App macht es möglich. Wir haben es für Sie ausprobiert. Bla bla bla, ganz viel Text, pipapo. Verschiedene Apps werden hier, werden hier unter anderem vorgestellt. Ähm, ich muss es mal so machen, damit man damit ich es hochscrollen kann. Ups, da seht ihr es. Da werden verschiedene Apps vorgestellt: Mercedes-Me, dann gibt es äh, von Aral und so weiter und so fort. Ähm, alles drum und dran. Und ich, ich, ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, mein Schwein pfeift. Und dann gucke ich, und dann gucke ich ins Internet. Mir war das so gar nicht bewusst, dass das irgendwie ähm, ein Thema ist. Und dann gucke ich ins Internet. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da, nee. Nee, da, jetzt habe ich es. Und jetzt. So, und dann gucke ich ins Internet und dann sehe ich solche Beiträge von der Autobild auch aus dem Dezember letzten Jahres. So zahlen sie ihre Tankstelle, ohne an die Kasse zu gehen. Und da wird das als große neue Erfindung ähm, ähm, publiziert, als, als total... Geile Innovation, dass du nicht mehr in diesen Shop musst, dass du nicht extra deine EC oder Kreditkarte dabei haben musst, sondern du hast ja sowieso dein Handy dabei und du kannst ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Smartphone bezahlen. Und ja, es ist ein alter Hut, habe ich mittlerweile auch herausgefunden, dass es an vielen Tankstellen sogar schon seit 2017 funktioniert. War mir nicht bewusst. Seit 2017 ähm, äh, habe ich nicht mehr getankt, habe ich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt, aber es ist Autobild. Es ist genau das gleiche Medium, das vorhin noch den Typen ähm, hat sein ID4 sozusagen an der Ladesäule stehen lassen. Hier noch besser. Nach dem Tanken mit der Smartwatch direkt an der Zapfsäule bezahlen. Denn, denn, den, denn, denn. Ähm Und genau das führt mich, genau das führt mich, ähm, zu, diesem, zu dieser neuen Serie. Weil ich äh, mir einfach denke, nein, wir setzen uns nicht für ein Ad-Hoc-Zahlen über, äh, über Kredit oder, oder äh, EC-Karte ähm, an den Ladesäulen ein für uns. Ich komme mit Ladekarten klar. Sondern ich habe das immer stets gemacht, damit einfach endlich eine so eine, ein, so ein großer Kritikpunkt weniger an der Ladesäule ist. Und an der E-Mobilität. Und dann entdeckt und dann sehe ich so etwas. Und denke mir, das ist jetzt der große Highlight, das ist jetzt die große neue Lösung. Und ähm, ich verstehe es nicht. Wenn es E-Mobilität ist, dann ist es ganz kompliziert, dann ist es ganz schwer. Und dann muss man da mit irgendwelchen mobilen Webseiten äh, rumhantieren, weil man möchte sich ja nicht so eine, so eine App aufs, äh, aufs Handy laden. Und dann ist es, dann ist es ein riesengroßes riesen ähm, Problem für diesen Sat1-Reporter. Aber. Wenn ich über so eine App meinen, meinen hässlichen, stinkenden Verbrenner betanken kann, dann ist es der große Heiland. Na dann, vielen Dank auch. So. Es war ein langer, langer Bogen, ein langer, langer ähm, äh, Monolog meinerseits. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem einigermaßen genossen. Und ähm, ich hoffe, ihr freut euch auf die kleine neue Serie mit ganz vielen kleinen Videos. Ich muss mal schauen, ob ich sogar als, als Shorts schaffe ähm, oder halt eben. Als, als kurze Videos. Ich werde das Thema auf jeden Fall nicht zu breit machen. Und es kommt dann halt immer auf die einzelnen Beiträge an, wo sind da die Fehler drinne. Und ich werde versuchen, das Ding so aufzubauen, dass eben, dass ihr das eben auch unerfahrenen Leuten zeigen könnt, damit man in Zukunft selber nachvollziehen kann, wo liegen denn die Fehler der Reporter da drin? Und ähm, wie kann man diese ganz einfach entlarven? Denn ich habe zuvor gesagt, wenn man sich über E-Mobilität informieren möchte, dann ist man auf YouTube richtig. Und das ist eigentlich das Erschreckende, denn wir hatten es vorher schon im Discord mit den Kanalmitgliedern besprochen. Ähm, ich verstehe es nicht. Die YouTuber, wir sitzen hier alleine. Ich habe heute Nachmittag recherchiert. Ich hatte schon in der Woche so ein bisschen mal so ein paar auf dieser, dieser Artikel recherchiert. Und ähm, wir können das zusammentragen und wir können eins und eins zusammenzählen. Aber Reporter, die in einer großen Redaktion sitzen, die oftmals Bestandteil von gigantischen Verlagen sind, wo hinter, keine Ahnung, fünf, sechs oder drölf ähm, Zeitschriften und, und Online-Portale stehen, schaffen es nicht, das Thema wirklich neutral und wirklich mal konkret zu behandeln. Und da muss ich meinen mein, mein, äh, Gästen hier aus dem Discord recht geben. Ich glaube wirklich langsam, dass das wirklich gewollt ist. Ich wehre mich immer noch dagegen, zu glauben, dass es bezahlt ist. Ich glaube persönlich, dass es vielleicht aus der persönlichen äh, Laune der, der Reporter herauskommt, obwohl diese eigentlich im Journalismus ja nichts zu suchen haben soll. Denn Journalismus sollte ja eigentlich neutral und unbefangen sein und sollte nicht die persönliche Meinung des Journalisten widerspiegeln. Denn ansonsten ist es ein Kommentar. Und. Ähm, das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, in, in vielen Bereichen des Journalismus aus meiner Sicht nicht mehr gegeben. Also, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche, wenn euch solche oder ähnliche, ähm, ja, wie soll ich sagen, Berichte zugespielt werden, wenn euch eure Nachbarn das zeigen, eure Kollegen. Oder, 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 schickt sie uns, schickt sie uns gerne immer an youtube.igembb.de und dann werde ich da gerne darauf reagieren und werde euch die Lebensmühe ersparen, sich darüber aufregen zu müssen. Also dann, vielen Dank auch an alle, die gespendet haben hier während der Sendung. Ich habe es nebenbei immer mitverfolgt und auch vielen Dank an alle, die regelmäßig ähm, über Patreon uns äh, ähm, kleine Unterstützung zukommen lassen oder uns auch ähm, über Paypal unterstützen, aber auch ein ganz besonderes Dankeschön an alle, die hier regelmäßig einschalten, die sich die YouTube-Werbung angucken oder YouTube-Premium-Mitglied sind und uns damit äh, helfen, dass wir halt eben unsere Zeit damit verschwenden können, solche Berichte von Autobild, Automotorsport und wie sie und Frühstücksfernsehen und was weiß ich nicht alles ähm, anschauen zu müssen, dürfen, wie auch immer. Also dann, macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich verdrösel mich jetzt noch mal in den Discord zu denen und äh, denke mal, wir werden uns dann noch bei einem gemütlichen Glas, in meinem Fall Cola, ähm, noch mal schön ein, zwei Stündchen unterhalten. Also dann, Haut rein, bis dann, ciao.